Mein Name ist Maximilian Kiel, ich bin Outdoor- und Adventure-Fotograf. Ich bin grundsätzlich sehr viel in den Bergen unterwegs und in diesem Video zeige ich euch, was ich so in die Berge mitnehme, sowohl für die Fotografie als auch sonst an Equipment. Viel Spaß! So, als erstes kommen wir mal zum Rucksack. Ich habe hier den Salomon X-Alp 23. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber es ist ein super Rucksack. Kann ich absolut empfehlen für alle möglichen Touren. Hat hier ein extra Steigeisenfach, wo man auch gut die Kamera versorgen kann. Hat ansonsten hier ein Innenfach für Schlüssel, Riegel, Sonnencreme und so weiter. Und hat hier oben noch ein extra Fach, wo man sowohl Schaufel als auch Sondenstiel versorgen kann, was schon mal relativ praktisch ist. Das heißt, eigentlich alles aufgeräumt. Vorne hat es zwei Pickelhalterungen, eine Skihalterung mit entsprechendem Mechanismus hier und wiegt relativ wenig, ist also mal sehr, sehr praktisch. An Handschuhen nehme ich immer verschiedene mit. Zum einen die hier, das ist mein Standardhandschuh. Er ist sehr praktisch zum Fotografieren und auch für die Skitour, ist winddicht. Ich habe immer ein Ersatzpaar dabei. Hier nochmals welche von der Heat Company. Das ist der Pro Liner. Und dann einen dicken Handschuh oben drüber. In dem Fall den Shell Pro Full Leather von der Heat Company, die mich auch freundlicherweise unterstützen. Ich fixiere meine Handschuhe typischerweise hier vorne am Rucksack, damit ich sie jederzeit griffbereit habe. Ansonsten kommt zum Teil ein Leichtpickel mit, einfach, dass man gewappnet ist. Hier Petrol Gully, Schaufel, LVS, eine leichte Überhose, ein wasserdichter Beutel für die Kamera, eine oder zwei Softflask a 500 ml, die hier sind von Salomon, Sonnencreme und Tempotaschentücher. So, das ist meine Standardkamera hier, die Canon EOS RP, die ich mehrheitlich mitnehme, mit dem Canon RF 1535 drauf, ein kleines Stativ, der Adapter für RF auf EF Objektive und je nach Tour habe ich noch ein Tele dabei, nicht immer die F28 Variante, sondern oftmals auch die F4 Variante ohne Bildstabilisator, die mir bei Tageslicht vollkommen ausreicht. So viel zu meiner Packliste. Das ist mal grundsätzlich ein Anhaltspunkt. Wie ihr seht, habe ich jetzt die Downjacke an. Die kommt normalerweise auch noch in den Rucksack mit dazu. Und grundsätzlich gilt das so, wer dann rumsteht und nicht nur wirklich sich bewegt, der muss sicher eine dickere Downjacke mitnehmen als die. Ansonsten ist das sicher mal ein Setup, mit dem ich sehr zufrieden bin. Die Canon EOS RP hält wirklich lang, was Fotos betrifft. Man kann sicher 400-500 Fotos machen, zur Not einen zweiten Akku mitnehmen, da kommt man sicher durch. Und man ist dann eigentlich gerüstet für spannende Abenteuer und sicher ein bisschen außergewöhnlichere Fotos als die, die man erreicht, wenn man nur mit dem Auto unterwegs ist. Also, viel Spaß, rausgehen und bis zum nächsten Video. I'm not broken, I'm just split in two. I'm not broken, I'm just